Herzlich willkommen kurz vor der CMT zu drei, ich glaube, ganz guten Tipps, die euch beim Einkaufen helfen werden. Zum einen geht es heute um das Thema Fahrzeuglänge. Was ist die optimale Länge? Was sind die kleinen Unterschiede zwischen diesen Fahrzeuglängen? Das zweite Thema bedeutet Bodenfreiheit. Und in dem Zuge kommen wir nicht nur dazu, was eben Rampenwinkel und Böschungswinkel sind, sondern welche Bewandtnis das Ganze hat und was es dann gilt zu beachten. Und das dritte Thema ist das Thema Schnäppchen. Schnäppchen, die euch jetzt auf der CMT zuhaufe nachgeschmissen werden, und wir gucken einfach mal, auf was man wirklich achten sollte und was wahre Schnäppchen sind und welche Begriffe eben keine Schnäppchen andeuten. Okay, das sind die drei Themen und los geht's mit der Fahrzeuglänge. Wir haben im Bereich des Ducatos oder im Bereich des Jumpers von PSA, die ja zukünftig zusammenwachsen, drei verschiedene Längen, die sehr gängig sind im Bereich der Kastenwagen. Einmal die 5,40 Meter, dann die 6 Meter und zum Schluss die 6,40 Meter. Ja, es gibt eben auch noch Fahrzeuge, die sind nur 5 Meter lang und die haben eben noch einen kleineren Radstand, aber die wollen wir hier mal außer Acht lassen. Die sind eher selten. Bei den 5,40 Meter haben wir vorne eben vor dem Rad nochmal 948 mm und nach hinten raus 1015, also gut einen Meter. Dazwischen insgesamt haben wir hier einen Radstand von 3,45 Meter. Das ist klein, das ist kompakt, das heißt, dieses Fahrzeug hat einen wesentlich besseren Wendekreis als denn die mit einem größeren Radstand. Ja, das ist schon mal von Vorteil. Allerdings ist der Innenraum dementsprechend auch einen Meter kürzer als denn die längste Variante. Und jetzt gucken wir uns vielleicht mal die zweite Fahrzeuglänge an. Das Einzige, was sich nicht geändert hat, ist der Bereich des Radstandes. Vorne und hinten sind diese beiden Dinge gleich geblieben im Gegensatz zum 5,40 Meter. Das heißt, die Dinge sind gleich und lediglich der Radstand ist auf 4,35 Meter gewachsen. Und dieser Radstand bleibt auch gleich, wenn wir jetzt auf das nächste Fahrzeug gucken, nämlich auf das 6,40 Meter. Das bedeutet, habe ich den gleichen Radstand, habe ich auch den gleichen Wendekreis. Das heißt, diese vermeintlichen 40 cm und ganz genau genommen sind das hier 5,99,8 Meter und das sind 6,36,3 Meter, sind es gar nicht 40 cm, sondern eben nur diese 36 cm. Dann ist es so, dass hier hinten der Überhang größer geworden ist. Und wenn ich denn Längsbetten bevorzuge, ist das eigentlich das Fahrzeug, was die meisten Hersteller als Längsbettenfahrzeug ausgebaut haben. Man muss sich vorstellen, hier hinten von innen sind da eben 2 Meter lange Betten mit drin. Manch einer hat auch nur 1,90 Meter oder 1,85 Meter, was manchem aber schon zu kurz ist. Dann hat man im vorderen Bereich eben den Sitz oder mit Tisch und Bank, wenn man das Ganze umdreht, zur Halbdinette eben auch einen gewissen Platzbedarf. Und dann bleibt in der Mitte eben ein Bedarf oder ein Bereich über für die Toilette oder auf der anderen Seite für die Küche. Das sind jetzt die klassischen, die üblichen Grundrisse. Im Bereich der 6-Meter-Fahrzeuge, wo es auch sehr, sehr selten Längsbetten gibt, würde dann eben auch nicht mehr so viel überbleiben für das Bad. Deswegen ist das hier sicherlich eine Kompromisslösung, wenn man auf ein 6-Meter-Fahrzeug für Längsbetten geht. Aber insgesamt, wo sind denn so die Unterschiede zwischen diesen Fahrzeugen? Also, wir haben sicherlich mehr Laufruhe, wenn die Räder weiter auseinander sind. Das heißt, die erste Bodenwelle kommt ein bisschen später bei der zweiten Achse mit an, als bei einem 5,40 Meter Fahrzeug. Das ist der Grund, wieso das Ganze sich nicht arg aufschaukelt, vorn und hinten. In der Breite des Fahrzeugs, auch in der Höhe des Fahrzeugs, haben wir eigentlich keine Unterschiede. Eigentlich sind es im Standard immer diese H2-Fahrzeuge, Höhe 2,56 Meter. Lediglich, das ist hier angedeutet, hier mit einem H3-Dach, wenn es oben noch höher wird, kommen wir auf 2,86 Meter. Das ist dann wirklich auch ein Spritargument, die Höhe, aber die Länge erstmal nicht. Die Fahrzeuglänge von 5,40 Meter bis 6 Meter macht also kaum einen großartigen Spritverbrauchsunterschied aus, denn die Windverdrängung ist in dem Bereich die gleiche. Das Gewicht, was ich eben habe, bei so einem Fahrzeug ist geringer als bei solch einem.
kritisch wird es dann, wenn ich in den Grenzbereich komme. Also die 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Und die gilt es ja eigentlich einzuhalten, denn danach hat man eigentlich nichts als Nachteile im Bereich des Überholens, im Bereich der Geschwindigkeitsbegrenzung, im Bereich der Mautgestaltung. All das sind Argumente zu sagen, ich bleibe unterhalb von 3,5 Tonnen. Da wird man mit diesem Fahrzeug aber vielleicht in den kritischen Gewichtsbereich kommen. Und da müssen wir ganz genau gucken, was eben entscheidend ist. Viele sagen, wenn ich ein längeres Fahrzeug habe, habe ich Schwierigkeiten beim Einparken. Ich kann das verstehen, wenn ich in der Großstadt wohne und die Parkplätze, die dort vorgehalten werden, sehr rar sind, dann ist natürlich 5,40 Meter besser als 6,40 Meter. Wir selber haben aber mal den Praxisversuch gemacht und etwas sehr Typisches besucht, nämlich einen Supermarkt. Und hier gibt es eben nur um 90 Grad gedrehte Parkplätze. Im Standard sind diese Parkplätze 5 Meter lang. In diesem Fall waren sie eben auch nur 4,50 Meter, also wesentlich kürzer. Und sehr galant zu sehen und gut zu sehen über diese großen Spiegel im Bereich rechts und auch links, die ja unten noch ergänzt werden durch diesen sphärischen Spiegel, hat man also sehr, sehr guten Überblick beim Rückwärtsfahren. Ergänzt wird das Ganze zusätzlich eben auch noch durch das große Display im Bereich des Radios, im Bereich des Monisivers, der nach hinten durch das Bremslicht eigentlich eine gute Sicht nach hinten ermöglicht. Das heißt, hier jetzt in einem Zuge auf dem 2,50 Meter breiten Parkplatz eingeparkt, ist eigentlich kein Problem. Wenn wir das Fahrzeug weiter nach hinten bewegen, sehen wir auch, dass wir mit unserem Heck, hier haben wir also den langen Überhang von 1,38 Meter, dass wir den oberhalb der Bordsteinkante und auch dieses Gestrüpps ohne weiteres noch nach hinten drücken können. Und wenn wir das Fahrzeug abstellen, wir also wirklich mit der Kante hinten bis zum Bordstein sind, dann sieht man das im vorderen Bereich, dass die Achse immer noch im Bereich des Parkplatzes steht. Und das gesamte Fahrzeug jetzt noch eine Länge aufweist von 5,20 Meter. Für die meisten Parkplätze reicht das völlig aus. Hier haben wir jetzt einen kurzen 4,50 Meter, aber dieser Überstand ist in der Form kein Problem. Den SUVs in Deutschland sei Dank, dass diese Parkplätze ohnehin immer breiter werden. Aber auch ihr habt ja gar kein Problem dabei, dass ihr aus eurem Fahrzeug rauskommt, denn ihr habt ja eine Schiebetür. Klappt also rechts und links auch den Spiegel gerne ein, dann kann auch der Nachbar wieder einsteigen und ihr könnt euer Fahrzeug aber ohne weiteres zum Parken zum Einkaufen verlassen. Wenn ihr Parkplätze findet in Längsrichtung, ist es umso besser. Das sieht man sehr häufig und irgendwann hat man auch ein gewisses Auge dafür, dass man mit diesen längeren Fahrzeugen Parkplätze findet, auch in Großstädten, auf die man einparken kann. Das Ganze gilt eben noch als PKW, das hat den großen Vorteil. Manchmal sind gewisse Bordsteine begrenzt auf 2,8 Tonnen, aber in den meisten Fällen darf man auch mit 3,5 Tonnen auf diese Parkflächen auffahren. Von daher so viel erstmal zum Thema Länge des Fahrzeugs und lasst euch eben kein X für ein U vormachen auf der Messe, wenn euch der Verkäufer gewisse Dinge rät, die diesen Fakten, die ihr jetzt hier gehört habt, widersprechen. Das zweite Thema ist das Thema Bodenfreiheit. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Thema. Die Bodenfreiheit, das heißt der Platz unterhalb des Fahrzeuges bis zum Boden, der kann ja eben durch Steine, durch Bordsteine beeinflusst werden. Und deswegen gibt es neben dem Thema Bodenfreiheit eben auch noch das Thema Böschungswinkel. Bedeutet, das ist der Winkel nach vorne. Vom Fahrzeugrad, also vom Lot genommen, von hier nach vorne und das gleiche eben auch nach hinten. Bedeutet, wenn ich denn irgendwie einen kleinen Berg habe, wie weit kann ich in das Thema mit ranfahren? In der Mitte gibt es auch noch den Rampenwinkel. Bedeutet, wenn ich mit meinem Fahrzeug auf eine Schräge auffahre und ich habe so eine kleine Rampe, wie es zum Beispiel an Fähren des Öfteren passiert, dann ist es wichtig, dass man hier einen großen Rampenwinkel hat. Dann ist dieses Fahrzeug nicht so nah am Boden. Und bei diesem 5,40 Meter habe ich einfach mal mit meinem Geodreieck hier die Werte genommen. 20 und 19% für den, nicht Prozent, Grad, für den Böschungswinkel vorne und hinten. Und in der Mitte sind es hier 18 Grad, die ich einfach mal maßstäblich abgenommen habe nach dieser Originalzeichnung vom Fiat. Gucken wir als nächstes mal darauf, dass ja diese Theorie in der Praxis oftmals noch ergänzt wird durch einen Auspuff.
Das hat man in diesem Bildchen hier vergessen. Ich habe ihn hier mal ausgemessen und eingezeichnet. Dann senkt sich der Rampenwinkel auf 15 Grad. Das Ganze bei einem 5,40 Meter Fahrzeug. Ein anderes, was die Hersteller verbauen, ist eine Trittstufe. Im Bereich der Trittstufe ist es so, dass diese ja noch weiter hinten sitzt als in der Auspuff. Der hat zwar ungefähr das gleiche Maß, die es weiter runter geht, aber dadurch, dass die quasi in Fahrzeugmitte ist, habe ich hier eine Reduktion nur noch auf 10 Grad bei dem 5,40 Meter Fahrzeug. Im hinteren Bereich des Fahrzeuges haben wir noch die Anhängerkupplung, und wenn man sich sowas verbaut, dann hängt die zum Teil eben auch tiefer als denn die Stoßstange hinten und reduziert damit den Böschungswinkel. Dann haben wir zum Beispiel bei dem 5,40 Meter Fahrzeug auch nur noch 14 Grad. Diese Gradangaben sind erstmal theoretische Werte, damit könnt ihr erstmal gar nichts machen. Interessanter und entscheidender ist es, dass die gängigeren Fahrzeuge, nämlich 6 Meter Fahrzeuge und 6,40 Meter Fahrzeuge im Bereich des Rampenwinkels ja nochmal reduziert sind, nämlich dann oder dadurch, dass der Radstand hier ja wesentlich länger ist. Das heißt, bei 4,5 Meter und 4,3 Meter an Radstand und einer Trittstufe, die hier angebracht ist, komme ich nur noch auf einen 9 Grad Rampenwinkel. Das Ganze übrigens ist gleich bei 6 Meter und bei 6,40 Meter, denn wir haben ja gelernt, der Radstand ist gleich. Im Bereich der Anhängerkupplung ist es auch noch kritischer bei diesem 6,40 Meter Fahrzeug, denn der Überhang hinten ist ja auch länger als bei einem 5,40 Meter Fahrzeug. Und das ist der Grund, wieso dann, wenn ich eine Anhängerkupplung habe, ich hier eine Reduktion auf 12 Grad im Bereich des Böschungswinkels hinten habe. Das ist jetzt mal nur die Anhängerkupplung. Wenn ich überlege, dass ich dann noch einen Fahrradträger drauf habe, der vielleicht auch noch ein gerades Stück nach hinten hingeht, dann muss man natürlich sehr vorsichtig sein, wenn man da zum Beispiel auf eine Rampe auffährt und das Fahrzeug hinten geht so weit runter, dass es vielleicht den Boden berührt. Auch da die Möglichkeit, dass wir eben Taue unterlegen, dass die Hafenmitarbeiter was unterlegen und ich komme da hoch, aber man sollte es natürlich bedenken. So viel erstmal zur Theorie. In der Praxis ist das Ganze gar nicht so schlimm. Da muss man mal ein gewisses Gefühl für entwickeln. Man sieht auch, wo Sachen sind. Man kann auch Dinge wie zum Beispiel die Rampen auf der Fähre schräg anfahren. Und wenn man sie schräg anfährt, ist die Bodenfreiheit auch eine wesentlich größere. Ein anderes sehr gängiges Mittel ist eben auch, die Bodenfreiheit dadurch zu erhöhen, dass ich anstatt der standardmäßig verbauten 15 Zoll Felgen, ich da 16 Zoll Felgen mit drauf mache. Und diese 16 Zoll Felgen haben durch den erhöhten Umfang eben auch 3 cm mehr Bodenfreiheit zur Folge, was bedeutet, dass ich bessere Böschungswinkel habe und bessere Rampenwinkel. Also jetzt mal an dem 5,40 Meter Fahrzeug gemessen, habe ich dann 22 vorne und hinten an Grad und in der Mitte eben 26 Grad an Böschungswinkel. Die Dinge wie Auspuff oder Trittstufe sind natürlich daran noch zu bedenken. So, und das ist ja eben auch ein wertvoller Tipp, glaube ich, nicht nur bei Maxi- oder Heavy-Chassis, sondern das kann ich eben auch machen, wenn ich ein Light-Chassis habe, dass ich dann auf diese dass ich diese 15 Zoll Felgen ersetze durch 16 Zoll Felgen. Das ist ein relativ geringer Aufpreis, wenn man das Ganze von vornherein mitbestellt. So viel vielleicht erstmal zum Thema Bodenfreiheit. Und jetzt kommen wir zum dritten Thema. Mein Lieblingsthema, das Thema Schnäppchen. Schnäppchenjagd auf der Messe. Es wird wieder beginnen und wir freuen uns natürlich auf die 10 Tage CMT, die jetzt ab Freitag losgehen. Ab Samstag losgehen, 9 Tage sind es. Und der Begriff Schnäppchen ist ja durch Wikipedia so beschrieben. Die Verkäufer selber preisen ja auch ihre Schnäppchen an. Da heißt das Ganze dann nicht Schnäppchen, sondern oft eben auch Paketpreis. Und uns werden ja verschiedene Angebote auch unter die Nase gehalten mit der Bitte, Klaus, guck da mal drüber. Oder Klaus, was ist denn da ein Gegenangebot, sprich der günstigste Endpreis, wenn wir das Ganze woanders bestellen? Und dementsprechend sehe ich viele Dinge. Und die besten Geschichten, die ich jetzt gerade im Sommer auf dem Caravan-Salon gesehen habe, waren einerseits das Thema Lackierung weiß metallic. Stand wirklich auf einem Angebot mit drauf und da hat echt der Händler behauptet, dass das eine Metallic-Lackierung war. Das ist Bullshit, das gibt es nicht. Also weiß, rot und blau sind die Standardfarben eben beim Fiat oder auch beim Citroën und diese Farben haben keinen Aufpreis und weitere Dinge, wo dann wirklich Metallic hintersteht, die haben einen Aufpreis. Also wenn ihr sowas seht,
rümpft die Nase, ihr wisst Bescheid oder schickt mir am besten diese Dinge. Ich bin immer amüsiert, wenn ich sowas lese. Ein zweites Thema, was ich gesehen habe, ist auch sogenannte Übergabeinspektion. Ein Begriff, der bei den Gebrauchtwagen üblich ist, nicht allerdings bei Neufahrzeugen. Selbstverständlich habe ich in meiner Auflistung, in meinem Angebot so eine Position für Transport, für Überführung, für Kraftfahrtbundesamtgebühr, Zollpapiere, die ganzen Dokumente, dann sicherlich auch noch die Gasprüfung und TÜV, was am Anfang gemacht werden muss, aber eine Übergabeinspektion zum Check und zum Austauschen einer Übergabe ist eigentlich nicht erforderlich, wenn ein gutes Qualitätsmanagement durch den Hersteller gemacht worden ist. Also auch sowas kritisch hinterfragen und einfach mal gucken. Ein anderes gängiges Ding ist eben auch die Klimaautomatik. Es gibt eine Funktion, dass eben die Klimaanlage automatisch funktioniert im Fahrerhaus. Wenn ihr sowas seht, ich sehe das sehr kritisch, denn in den meisten Fällen funktioniert es gar nicht. Das heißt, für euer Fahrzeug funktioniert es in der Form gar nicht, dass sich automatisch die Temperatur runterregelt, sobald die Innenraumtemperatur geringer ist. Das heißt, eine Klimaautomatik macht keinen Sinn. Der Aufpreis allerdings ist nicht ohne. Und auch wenn das in Paketen versteckt ist, sind das zum Beispiel Elemente, die gar nicht erforderlich sind. Und nicht erforderliche Elemente sind eigentlich, das Wichtigste, was ihr beachten solltet, denn alle Komponenten, die ihr weglasst, die müsst ihr gar nicht kaufen. Das heißt nicht rabattiert kaufen, sondern gar nicht kaufen. Und da lässt sich eigentlich der größte Vorteil preislich für euch durch erzielen. Auf der Messe selber könnt ihr uns natürlich ansprechen und auch wir beantworten euch gerne Fragen dazu, was man in eurer Offerte eben noch weglassen kann, um einen günstigeren Endpreis zu kriegen. So viel vielleicht mal zu den drei Themen. Ich freue mich, wenn wir uns in Stuttgart sehen. Also ruft mich an. Danke und tschüss.